Herzlich willkommen zur neuen OV-Videowochenschau. Die Benediktiner in Damme schließen aus Kostengründen ihr Kloster. Bis zum Jahresende ruft die Abtei die 6 Brüder zurück. 4000 Menschen haben dort pro Jahr am Kursangebot teilgenommen. Die Kommunen im Landkreis Vechta kritisieren rot-grüne Pläne für mehr Bürgerbeteiligung. Es bestehe die Gefahr, dass Populismus Tür und Tor geöffnet wird. Die Landesregierung will die Hürden für Bürgerentscheide deutlich senken. Weitere Infos zu diesen beiden Themen gibt es in der gedruckten Ausgabe der OV am Samstag oder natürlich auch in unserem E-Paper. Am Samstag kommen die Hamburg Towers, eine Mannschaft, die einen gravierenden Unterschied zwischen Heimstärke und Auswärtsschwäche hat. Inwieweit beeinflusst das die eigene Vorbereitung? Gar nicht. Also wir wissen, dass Hamburg eine sehr gute Mannschaft ist. Und wenn wir hier nicht 100% spielen, wissen wir, dass das ganz, ganz schwer wird gegen die Hamburger. Ich habe es gesagt, wir haben noch eine Rechnung offen. Aber wir müssen da natürlich schauen, dass wir da von Anfang an bereit sind, weil Hamburg ist eine der Mannschaften, die alles haben. Die haben jede Position doppelt besetzt. Die haben auf jeder Position einen sehr, sehr guten Spieler. Die haben einen guten Mix zwischen Ausländern und Deutschen. Deswegen ist das eine Mannschaft, die jede Mannschaft in der Liga schlagen kann, was sie schon bewiesen haben. Die haben uns geschlagen, die haben Jena geschlagen. Und jetzt gilt es daran, sich das zu Hause wieder zurechtzurücken. Hochzeitskleid, Hochzeitstorte, Hochzeitswagen. So viele Fragen kommen auf, wenn der schönste Tag im Leben geplant wird. Wir helfen euch dabei mit unserer Hochzeitsbeilage. Mit Tipps, Ratschlägen und aktuellen Trends rund um das Thema Hochzeit. Vom Trauring bis hin zur Feier. Diesen Samstag als Beilage in der gedruckten Ausgabe der OV. Und zum Schluss noch 2 Veranstaltungstipps für euch. Am Samstag findet in Goldenstedt die Karnevalsparty statt. Los geht es um 20 Uhr im Festzelt auf dem Bürgermeister Dirkesplatz. Dort ist auch wieder ein Fotograf von uns unterwegs. Die Bildergalerie findet ihr wie gewohnt auf unserer Facebook-Seite. Und in Lohne feiert das Kriminalmusical Salt Hill Premiere. Am Samstag um 19.30 Uhr und Sonntag um 18 Uhr im Gymnasium in Lohne. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder auf YouTube, Facebook oder vielleicht auch am Sonntag in Goldenstedt beim Karnevalsumzug. Dort bin ich dann auch mit der Videokamera unterwegs.